Hallöchen, ihr Lieben. Wir waren jetzt eine Woche in Ameglia gewesen auf dem Campingplatz und sind von dort aus gestern weitergefahren Richtung Rom. Sind jetzt gestern Abend in Rom angekommen. Auf dem Dienstagabend waren wir dann da. Haben ein bisschen Glück gehabt mit dem Campingplatz. Eigentlich war kein Platz mehr frei. Aber der Wärter hat dann doch noch einen Platz gefunden, den er uns zuweisen konnte. Dadurch haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wir hätten nämlich schon beinahe weiterfahren müssen, um nach einem anderen Platz zu suchen. Und ja, heute haben wir jetzt erstmal 5,5 Kilometer hinter uns gebracht vom Campingplatz aus mit dem Fahrrad. Mussten in ein Gewerbegebiet fahren, was ein bisschen außerhalb der Stadt liegt. Ich sehe heute ein bisschen müde aus, habe die Nacht nicht so gut geschlafen. Die Fahrt gestern, die war auch ganz schön anstrengend gewesen. Wir sind ja von Ameglia nach Rom gefahren und über die E80 gefahren. Teilweise war die Strecke so zerlöchert, sah aus wie zerbombt die Straße teilweise, dass wir nur noch 60 km/h auf der Autobahn gefahren sind. Also die E80 unbedingt versuchen zu meiden, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, eine andere Route nach Rom zu nehmen, empfehle ich euch, das auf jeden Fall zu machen. Eigentlich eine Frechheit, dass man da dann auch noch Geld für bezahlen muss und ja, dann über so eine Huckelpisten fahren muss. Teilweise waren richtige Pools auf den Straßen. Also wir sind froh, dass wir heil in Rom angekommen sind, dass wir uns keinen Platten gefahren haben oder irgendwas. Normalerweise sollten wir eigentlich 4,5 Stunden fahren und wir sind über 6 Stunden gefahren, dadurch, dass wir teilweise eben halt wirklich gekrochen sind über der Autobahn. Möchte man gar nicht glauben, dass wir auf der Autobahn gefahren sind und dann mit 60 km/h. Also wirklich unglaublich. Naja, andere Länder, andere Sitten. Trotzdem komisch, dass man hier Maut bezahlt und dann sieht, dass die Straßen überhaupt nicht gemacht werden. Ja, der Campingplatz, den wir jetzt haben, der ist richtig schön. Ein richtig großer Campingplatz. Also wir sind total begeistert und haben auch einen einigermaßen guten Platz bekommen. Sind zwar neben einem Basketballplatz, wo wirklich fast den ganzen Tag über irgendwelche Leute am Spielen sind. Der Campingplatz ist sehr gut besucht. Hätten wir gar nicht so gedacht, dass es wirklich so einen großen Campingplatz in Rom gibt. Und, ja. Naja, mal schauen. Wir werden jetzt die nächsten Tage mal die Stadt ein bisschen erkunden. Heute sozusagen nur ein bisschen Erledigungstag machen, den Baumarkt hinter uns bringen. Thank you.
Thank you.
Hier direkt vor dem Campingplatz fährt auch gleich der Bus ab. Von hier aus kann man sehr gut in die Stadt fahren. Man muss zwar noch umsteigen in U-Bahn, aber alles sehr einfach gemacht hier. Da drüben ist gleich ein Euronics zu sehen. McDonald's ist irgendwo da hinten, hinter der Brücke irgendwo. Und hier drüben auf der anderen Straßenseite hat man direkt was zum Einkaufen. Allerdings muss man die Straße erstmal passieren, aber das kann man sehr gut über die Brücke dort oben machen. Da ist dann hinten irgendwo hinter der Bushaltestelle der Zugang, um dann über den Übergang hinüberzukommen. Thank you.
heute zum Herrentag bin ich mit meinem Mann zum Meer gefahren. Wir sind jetzt 32 Kilometer vom Campingplatz aus bis ans Meer runtergefahren. Also ist schon ein Stückchen weg und die Strecke ist auch nicht so schön. Die Straßen sind ganz schön zerlöchert und benötigen mal dringend Pflege. Also die müsste dringend mal gemacht werden. Aber dafür haben wir jetzt hier einen schönen Blick am Meer. Hier sind keine Menschen unterwegs, man ist schön alleine und die Vegetation ist hier sehr schön. Auch auf der Fahrt hierher ist uns schon aufgefallen, dass es sehr viele Pflanzen hier gibt, die es auch auf Jamaika gibt. Also von der Vegetation her gefällt es uns hier sehr gut in der Umgebung von Rom. Alles ist schön grün und überall duftet es nach Blumen, also echt schön. Der Weg zum Meer wurde mit einem Zaun geziert, der aus altem Schilf, getrocknetem Schilf gemacht wurde. Ist ja auch eine klasse Idee. Hier sieht man eine Aloe Vera Pflanze. Und dann sind da auch richtig Kakteen. Also alles auch Pflanzen, die man auch auf Jamaika findet. Ja, vor circa einer Stunde habe ich ja noch ein schönes Video am Meer gemacht. Leider sind wir auf dem Rückweg in einen richtig heftigen Regen gekommen. Die Straßen waren komplett überflutet. Wir haben eine Welle nach der anderen von den Autos abgekriegt. Und dementsprechend sieht jetzt natürlich auch das Motorrad aus. Also, wir sind einfach nur froh, dass wir es heil überstanden haben. Wir waren komplett durch. Überall ist uns das Wasser schon selber rausgelaufen. Hier oben auf dem Sitz sieht man auch, wie dreckig das alles ist. Dadurch, dass wir eben halt die ganzen Wellen noch abgekriegt haben von den Autos. Die haben natürlich keine Rücksicht auf uns genommen. Ja, was fährt man noch bei so einem Wetter, sage ich mal. Nochmal alles gut gegangen zum Glück. Gerade bei den ganzen Schlaglöchern, die hier auf den Straßen sind. Und dann ist es hier teilweise Berg- und Talbahn und das Wasser kam flutenweise entgegen. Also echt total irre. Letztes Mal habe ich so eine Bilder auf Fotos und Videos gesehen, als auf Jamaika gerade ein Hurricane zugegen war und in Kingston komplett die Straßen überflutet waren. Das haben wir heute live erlebt mit dem Motorrad. Ja, also wenn es den lieben Gott gibt, Gott segne dich, dass du uns beschützt hast.